Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Herzlich willkommen zu Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Es kocht für Sie Dominik Süß und der hat sich einen Klassiker der österreichischen Küche heute überlegt. Eins meiner Lieblingsessen. Was gibt's denn? Zwiebelrostbraten. Da scheiden Sie die Geister, weil es gibt ja Zwiebelrostbraten, der wird im Rohr geschmort und manche machen dann in der Pfanne. Wie machen dann wir heute? Du sagst es genau. Also es gibt zwei unterschiedliche ein bisschen. Yeah. Ich liebe dann wirklich von der Schei Rosabraten, ist in der Pfanne, kurz anbraten und die Soße daraus ziehen mit den Zwiebeln. Richtig, richtig gut. Okay. Zum Beispiel mein Papa, der macht lieber geschmort. Okay. Bei uns daheim im Wirtshaus gibt es meistens dann den geschmorten Rostbraten. Da hat sich er noch durchgesetzt dabei. Hat er sich dabei noch durchgesetzt? Wo ist euch ein Wirtshaus? Oberkappel, Gasthof Süß im Müllviertel. Genau. Und, nur darf der Papa mitreden. Ja, ja, das ist, er ist natürlich schon das Oberhaupt, meine Eltern. Das müsst ihr jetzt sagen. Ich mache Spätzle dazu. Du hast unser ultra einfaches Rezept mitgebracht. Wir haben ein Mehl, wir haben Salz, wir haben einen weißen Pfeffer, ein bisschen Muskat, drei Eier, lauwarmes Wasser und Salz. Das war's. Genau, das war's eigentlich. Gut, Salz klaue ich mir da von dir ein bisschen. Gell? Und ich habe da für unseren Rostbraten, für den Zwiebelrostbraten, schon portioniert die Fleischstücke. Das kann man jetzt, je nachdem, man kann das dicker lassen. Ich mag es gerne wirklich schön dünn. Und dazu kann man es ein bisschen klopfen oder so einen Schmetterlingsschnitt machen. Dazu fährt man einmal da so einer. Tschick, tschick, tschick. So, beim Wasser gebe ich nicht alles gleich rein. Ich schaue zuerst einmal, wie die Konsistenz ist, ob die Eier größer oder kleiner sind. Und dann nach und nach gebe ich den Rest dazu. Ganz genau. Hast du mir jetzt den Schnitzelklopfer komplett verrammt, oder? Nein, da ist er, von deiner Nase. Ich nehme den, bis ich ihn anders finde. Ein bisschen tue ich es noch gleichmäßig machen, jetzt die Gaudi. Ich nehme mal das raus. Das heißt, die Sehnen, die kehren weg. Ja, die können weg. Ich meine, wenn man es zum Beispiel schmort, ist es nicht so tragisch, gerade beim Fett, weil das wird dann nur umso mehr Geschmack. Aber jetzt beim Kurzbraten wollen die meisten das einfach wirklich komplett zart haben und befreit haben von dem. Du, soll ich die gleich verarbeiten oder soll ich jetzt erst noch die Zwiebeln machen? Hey, die Zwiebeln können wir auch gerne schon schneiden. Ja, dann lass ich den ein bisschen stehen. Jawohl. Ah, geht das super einfach. Gell? Das heißt, ein Teil wandert in die Pfanne und den Rest dann wir frittieren, oder? Genau, so machen wir es. Wir machen ungefähr 50-50. So, dalle. Welches Teil vom Rind empfiehlst du für einen Zwiebelrostbraten? Du, super funktioniert jetzt immer mit der Beiräte natürlich, also dem Rücken vom Rind. Was ich auch ganz gern mag, ist Ribeye, also der Rostbraten, weil da ist ein bisschen mehr Fett drinnen. Aber beim Ribeye Steak mag ich extrem gern, weil einfach da die Fetteinlagerungen sind. Und Fett ist ja Geschmacksträger, wie wir wissen. Ich habe jetzt da schon unser Butterschmalz geschmolzen in der Pfanne. Und dann lege ich uns gleich mal da einer zum Anbraten. So, was ist da jetzt dein Tipp, dass das genau richtig wird? Tust du das jetzt da durchbraten komplett? Nein, wir braten das jetzt ganz scharf, also ich habe vorher aufgetragen. Ganz scharf an von beiden Seiten. Ja. Legen wir das dann auf die Seite, lassen es rosten und machen in der gleichen Pfanne dann die Soße fertig. Schau her, das hätte ich jetzt für die Soße vorgesehen und das zum Rausen. Passt das? Das war super. Halt, wir schmeißen uns jetzt mit Röstzwiebel da rein, ein bisschen Paprika dazu. Ich mach schon. Machst du? Ja. Sehr gut. Also das ist jetzt Mehl, Paprika. Und darf ich was machen, was mir der Toni Mörberg gesagt hat? Ja, unbedingt. Er hat ein Salz noch dazu gegeben. Ja, voll gern. Salz entzieht die Flüssigkeit, gell? Also Zwiebelrostbraten ist was Köstliches. Also da rennen sie uns. Ich mag den auch richtig gern. Die Türe ein, oder? Ich würde jetzt auch gleich salzen und pfeffern von beiden Seiten. So, ich wende das da jetzt. Bitte? Ich wende das da jetzt. Jawohl. Einfach einmal da, gut. Das, sag einmal da, wie gut das ausschauen muss von der Farbe her. Fleischtechnisch. Vom Braten her, genau. So, Nummer zwei, schmeißen wir uns auch gleich einer. Perfekt.
Wow. Oder? Das sieht so gut aus. Der wird gut. Das heißt, Fleisch raus, dann machen wir die Soße. Soll ich langsam mit der Spätzleproduktion starten? Voll oder gerne, ist, ja. Ich zwänge bloß. Ich hab schon Wasser aufgestellt für uns. Lass dir schon her. Das Fleisch lassen wir so ein wenig rasten. Ja. Sagst du, ich mag das schön scharf anbraten. So, lassen wir jetzt da rasten. Und unsere Pfanne brauchen wir gar nicht abwaschen. Die nehmen wir so, wie sie ist. Ja. Genau. Zwiebel. Und schmeißen wir uns die Zwiebel rein. Perfekt. Mhm. Und auch die braten wir sie wirklich schön an. Das dazu? Haust gerne dazu, genau. Jawohl. Sehr gut. Dass wir alles verwenden, oder? Da schauen Sie ganz gern drauf. Das ist ganz wichtig. Dass nichts weggeht von den guten Sachen. So, langsam. Können wir tauschen, ja, oder? Bitte. Seiten wechseln, taktisch. Mhm. Wir können nämlich auch noch einen Tropfen Öl dazu tun. Ja. Und kleben nämlich die nicht zusammen, die Spätzle. Mhm. Das ist auch ein guter Tipp. Und ich schaue, ob das geht, weil ein bisschen wallen darf das natürlich. Aber schaut echt gut aus. Gut schauen sie aus, ey Silvia, du Profi. Und dass ihr das damit übersiegt, tun wir jetzt mit dem Mehl ein bisschen stauben für die Soßenbindung nämlich. Das ist ja der gleiche Geschmack, von dem her darf man das sehr gerne. Und dann tue ich aufgießen mit Rotwein. Und Portwein habe ich da auch. Ah, so Portwein tust du auch dazu? Sehr klar. Hey, da sind wir. Bei uns kocht und dampft. Wahnsinn. So, da. Perfekt. Dann haben wir das an. Mhm. Habe ich da vorbereitet einen Kalbsfond. Man kann Rind davor nehmen, Kalbsfond oder Rindsuppe. Und dann siehst du, wie das schön köchelt und riecht. Mhm. Traum. Und dann hätte ich gesagt, werfen wir die Spätzle nachher noch in eine Pfanne mit Butter. Genau. Und dann wird es eh schon zum. Ah, frittieren müssen wir noch. Genau. Aber. Wir können uns ja die lassen wir uns einmal aufkochen, die Spätzle. Ja, dann müssen wir uns abschrecken dabei. Gut. Und dann sehen wir sie nach der Pause wieder. Hätte ich auch gesagt, bis gleich und dann gibt es ein Bierchen für uns. Oh, sehr gut. Maximus, Café do Brasil. Alles andere ist vielleicht bloß kalter Kaffee. Maximus, exklusiv bei Maximarkt. Elegant, exakt, einzigartig. So planen die Küchenspezialisten von Eilmannsberger ihre Küche. Modern, klassisch, im Landhausstil oder eine Designküche. Überzeugen Sie sich im 600 Quadratmeter großen Schauraum in Rohrbach. Eilmannsberger. Am Ende schreibt man Küche mit E. Denn Küchen sind zum Kochen da. Ewe Nanu. Die supermatte Küchenoberfläche mit Abperleffekt für unglaublich leichtes Reinigen. Die Schönheit der Alpen für die Küche neu entdeckt und veredelt zur Natursteinarbeitsplatte. Das neue Alpenwelt-Sortiment, exklusiv bei Strasser. Oberösterreich kocht wird präsentiert von Eilmannsberger und Maximarkt. Weiter geht's mit Oberösterreich kocht aus dem Eilmannsberger Küchenstudio. Es kocht Dominik Süß für Sie heute einen Zwiebelrostbraten mit Spätzle vom Allerfeinsten. Wir sind in den letzten Metern, gell? Auf jeden Fall. Spätzle, also so schön habe ich selten gesehen. Ja, also wirklich ein Vollprofi. Die schwenken wir jetzt in Butter und dann kommt ein bisschen Petersilie dazu. Und währenddessen machst du was?
Röstzwiebel brauchen wir noch. Ja. Knusprige Röstzwiebel, dann haben wir schon mit Mehl und Paprikapulver und mit deinem Tipp vom Salz ein bisschen durchgeschwenkt. Und dann geben wir jetzt ins heiße Fett rein. Wichtig, ich mache jetzt erst zur Probe einmal. Perfekt. Wenn es da schon zum Tischen anfängt, dann schmeißen wir sie dann gleich rein. Da geht's schon rund. Da ist Zwiebeln muss sein, oder? Das ja, geht das nicht ohne. Das ist ganz wichtig, ich liebe den. Also ohne Röstzwiebel. Magst du mir mal das Teller umgeben, bitte? Sicher. Zum Abtropfen. Alle. Schau her. Tausend Dank. So. Die schwenken wir da in Butter. Und ich schneide schon ein bisschen Petersilie. Ja, cool. Und dann sind wir eigentlich schon ganz gut durch. Wir können sie nämlich unser Fleisch, legen wir sie zurück, schön unsere Soße rein. Mhm. Ihr seht ja die Abschnitte, oder? Geh, die gibst du mir. Die gebe ich dir einfach her, genau. Das ist was, was meine Oma dann zum Beispiel immer gegessen hat. Schau, oder? Ja, nichts wegschmeißen, nein, Kinder. Da hast du vollkommen recht. Hast du gewusst, dass wir gerade mitten im Biermärz sind? Sagt dir das was? Biermärz, oder? Ja. Du, das hat mit den Brauereien wahrscheinlich von früher zu tun, Jahreszeit. Genau, da hat man im März quasi das Bier auf Eis gelegt, damit es im Sommer noch immer schön kalt ist. In eigenen Kellern und Stollen. Kommt da das Märzen auch davon oder ist das was anderes? Weißt du das? Genau, also die Geschichte, was ich kenne von unserem Märzenbier, unserem beliebtesten Bier, was wir haben in Österreich, dass die Bierbrauer ja früher nur bis März ungefähr das Bier brauen können haben. Weil dann die Temperatur einfach zu warm war im Frühling. Mhm. Und daher der Name vom Märzenbier. Mhm. Weil da hat natürlich eine riesengroße Feier gegeben, weil die ganzen Biervorräte komplett aufgefüllt waren. Ja, also das muss man auch dazu sagen, dass in der Bierregion Innviertel wird der Biermärz hochgehalten. Das ist quasi die fünfte Jahreszeit, die man hat. Ja, schau, oder? Voll. So eine schöne Tradition. Oh, herrlich schaut das aus. Boah. Hörst du, Tommy? Da machst du mich so nervös, Silvia. Sehr blässchen. Die Spätzle sind wirklich schön geworden. Schön, gell? Jo. Super Rezept hast du uns da wieder mitgebracht. Ja, nein, Wahnsinn. Und dann ein wenig rausgeschwenkt mit Butter, Salz, Pfeffer, Petersilie. Das heißt, wir gehen auf die letzten Meter und während du da anfängst anrichten, werde ich uns Bier einschenken. Ach, das war ein Traum. Ich schenke uns köstlich das haben wir sich heute verdient, das Bierchen. Heute haben wir es wirklich verdient. Und es passt da so perfekt dazu. Komplett. So, Bayerisch-Märzen habe ich. Ein Rieder Bayerisch-Märzen. Aus der Brauerei Ried, das machen wir auf. Langsam birscht sich von da hinten auch der Chef des Hauses an. Wie auf Schlagwort, wenn wir es hier aufmachen. Der Eili. Der Herr Eili. So, eins, zwei. Der hat uns die schöne Küche immer zur Verfügung gestellt. Der Hausherr persönlich. Schau, Eili, komm her, ich gebe dir jetzt da mein Glasl. Schau, was für eine wunderschöne Farbe, feinporig, bernsteinfarbener Geschmack. Bitte, du kannst auch schon kosten, bitte sehr. Du musst, leider. Du darfst. Du bist jetzt ganz unverhofft zum Glück gekommen, gell? Schaut so aus. So, schau mal. Sag, ich trinke aus der Flasche, wenn ich darf. Schau dir das an, also was für eine wunderschöne Farbe. Dominik, du als Connoisseur, was sagst du dazu? Ja, aber ich für dich eine Glas. Abo. Bist du ein Flaschenkind? Ich bin ein Flaschenkind. Die Flasche aufgezogen worden. Sicher. Prost. Ganz kurzes Prost. Ja, unbedingt. Prost, etwa Hübschen. Prost. Mann, das ist echt gut. Und so süßlich ist das. Das ist ein richtig gutes Bierchen. Das ist perfekt für den Zwiebelrostbraten, das sagt ihr. Das kann man anrichten. Eili, du kriegst nachher was zum Essen. Jetzt müssen wir dich kurz rauskomplimentieren. Nimm das mit, das Glasl. Tu nicht so. Was ist der da? Eins, zwei, drei. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Das ist super lecker, wirklich das Bier. Gut. Drei verschiedene Malzsorten sind da drinnen. Sehr köstlich. So, wie ist er geworden? Hey, das greift sich so gut an, ich sag das. Ja, komm, das sind doch Portionen. Wie bei der Oma, hast du wie gesagt. Wie bei der Oma. Wir haben da auch ein bisschen einen Sauerrahm. Wenn man will, kann man da noch was dazugeben. Unbedingt. Fällt uns noch was? Nein.
Apropos, wir haben was zu gewinnen für Sie, und zwar einen 50-Euro-Gutschein vom Maximarkt. Schreiben Sie uns eine Postkarte oder schicken Sie uns eine E-Mail, warum Sie den Gutschein gerne hätten. Und vielleicht flattert er dann schon bald zu Ihnen nach Hause. Würde uns recht freuen, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten, auch mit dem, wenn Sie die Rezepte nachkochen, schicken Sie uns ein Foto auf Facebook oder Instagram, dann können wir das reposten. Das machen wir voll gerne. Chef, darf ich da was raufgeben? Na bitte. Das war so ein Klacks einfach nur, ja? Wie es kochen, das war ein Klacks für uns. Ha! So einfach geht der Zwiebelrostbraten. Ein absolutes Angebergericht. Mein Lieblingsgericht ist das was, gell? Schauen Sie gut. Super. Dominik, ein Volksfest wie immer mit dir. Zu Ihnen nach Hause ein ganz herzliches Mahlzeit. Einen wunderschönen Biermärz. Viel Vergnügen beim Nachkochen, beim Essen. Und das letzte Wort hat wie immer der Chef. Das letzte Wort und den letzten Schluck. Prost. Lass mir nicht entgehen. Und jetzt lassen wir sich schmecken, oder? Mahlzeit. Prost, Prost. Ah. Ja dann, Mahlzeit, meine Liebe. Mahlzeit. Sieht schon gut aus, gell? Mhm. Deine Spätzle. Ich hab's gar nicht gekostet. Die Soße habe ich noch gar nicht gekostet. Hast du gar nichts gekostet? Nein, gar nichts. Oder was? Spätzle habe ich noch nicht gekostet. Oh, ich liebe. Mmh. Das ist super. Wird dir. Gute Zeit.